Eines der Löcher im Bahndamm hinter Sonthofen, die der Biber mit seiner Familie gegraben hat. Seit der Begehung durch Bahnexperten und Landratsamt sind die Stellen mit pinker Leuchtfarbe gekennzeichnet. Auf einer Länge von gut 400 Meter sind es über 10. Unterschiedlich groß und vermutlich gehen einige tief unter den Bahndamm. In der Mitte der löchrigen Strecke ist die Biberburg, also das Zuhause der Biberfamilie, gut zu erkennen. Die Eingänge dazu haben die nachtaktiven Tiere unter Wasser angelegt. Die Situation vor Ort erfordert nun sofortiges Handeln. Man hatte gestern eine Begehung dort draußen, hat dann nochmal die Schäden festgestellt. Und die Deutsche Bahn prüft jetzt, was sie da in den nächsten Tagen machen kann. Und dann muss man schauen. Von unserer Seite sind die Genehmigungen zur Verfüllung und zur Bearbeitung dieser Schäden jetzt tatsächlich auch schon erfolgt. Wenn Gefahr für Leib und Leben oder große wirtschaftliche Schäden zu befürchten sind, dann kann man eine Allgemeinverfügung erheben, wo man dann auch im Prinzip eine Entnahme mitbestimmt. Entnahme im Amtsdeutsch heißt in der Realität, dass die Biber nun getötet werden. Denn bei der großen Population in diesem Gebiet bringt eine Umsiedlung nichts. Die Bahnstrecke nach Oberstdorf dürfte, so die Bahn, noch bis Ende Oktober gesperrt bleiben.